Ich bin ein Star! Holt mich hier raus. Er ist ein Star, holt ihn hier raus. Besser ohne Gesang. Du bist auf einem wunderschönen Weg. Und am Ende des Weges ist ein Licht. Barbara? Ja? Siehst du überhaupt was? Ja. Bist du am Kopf gefallen? Voll oh je. Drauf. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle harmonische Truppe. Half. Oh, yeah. Yeah. Ich finde alle total toll. Toll. Klar, man kommt mit alle klar. Würdest du mir einmal beim Pinkeln helfen? Klar. Also ich bin mir sicher, mir geht der ein oder andere noch mal tierisch auf den Geist. Spätestens in 2 oder 3 Tagen geht's hier richtig ab. Die brauchen Streit. Exakt. Und das muss verhindert werden. Ich will aber keinen Streit. Da ticker ich dann aus. Das ist doch totaler Schwachsinn. Es war eigentlich sehr schön harmonisch bis jetzt. Barbara, bald platzt mir der Kragen. Ich habe gesagt, hier zum 3. Mal. Die kann auch furchtbar nerven und ätzend sein. Da so viel Sappelpappel, platzt mir der Kragen. Schön. So, jetzt gucken wir mal, was da weiter passiert. Wer schlecht redet, ist ein schlechter Mensch. Was für eine unsägliche Scheiße. Eine redet, der anderen hinzu. Wenn ich über einen beschissenen Torhüter wie Eike Immel schlecht rede, bin ich dann ein beschissener Mensch oder ist er ein beschissener Torhüter? Also ich würde gerne wieder kochen. Das fände ich gut, wenn du es nicht machen würdest. Wenn er mich wie Scheiße behandelt, dann ist er für mich auch Scheiße. Ganz einfach. Einfach nur leeres Geschwätz und das ist das Letzte, was wir hier brauchen. Der Antwort, was am Maul kommt, ist Scheiße. Und bitte erst denken, dann reden und nicht umgekehrt. Ja, ich habe die ganze Zeit hin und her gerannt. Du hast die ganze Zeit dich geschminkt einen halben Tag. Ich bin T-Chef. Und ich bin total scheiße. Ich kann gar nicht. Er tanzt seine Befehle vor. Freue mich, in der Dschungel zu sein. Kenn ich meiner Mexikaner. Du musst mir helfen. Warte mal, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Du musst essen. Ein Arsch? Ja. Seid ihr bescheuert? Oh, da hat er einen Schwimm drin. So ein Penis. Wie schmeckt es denn? Ups. Oh, ich bin so fertig. Ich finde Männer sympathischer, die Gefühle zeigen. Das ist ehrlich und offen. Ich muss meine Unterhosen sogar 3-4 Mal anziehen. Das hasse ich. Das hasse ich. Da bist du ja. Das ist wirklich der geborene Dschungelkönig. Bunga, Bunga!